Herzlich willkommen auf LH Cyber Security und schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns heute den IRC-Chat an. Vielleicht kennst du ihn noch nicht, vielleicht hast du es aber auch schon gehört. Wir schauen uns heute an, was das Ganze ist, für was es verwendet wird, wie man drauf kommt und ja, ich würde sagen, beginnen wir gleich mal mit einer kurzen Erklärung. Also der IRC-Chat ist einfach der Internet Relay Chat. Das heißt, es gibt einen Server und außenrum sind lauter Bots oder Klienten, die sich an den Server connecten. Die ganzen Nachrichten werden auf dem Server gespeichert und die ganzen Klienten können halt schreiben oder mitlesen. Nicht besonders kompliziert, gibt es auch schon ziemlich lange, wird häufig verwendet und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Gut, ich würde sagen, starten wir mit der Installation und hierfür habe ich eine Seite für euch, die heißt xchat.org. Tu sie euch mal hier größer machen, einfach hier auf Download klicken, Installer durchführen und einfach, ja, das kennt ihr ja, das ist nicht schwer, einfach immer auf Weitergefühlt. Genau. XChat ist ein sogenannter Client, der dann auf den Server zugreift. Genau, da gibt es verschiedene. Ich empfehle euch XChat, ist einer der ältesten und auch bekanntesten und deswegen hat sich der auch bewährt. Genau, dann wenn ihr das installiert habt, habt ihr ein Icon auf dem Desktop, so wie ich. Und ihr könnt dann euren Namen auswählen. Hier WhatsApp habe ich jetzt einfach mal genommen und euren Server. Ich gehe jetzt einfach mal auf den Ryzen, den habe ich schon mal ausgecheckt für euch. Und hier klickt man dann einfach auf Verbinden und dann kriegt man hier diese Meldung, dass man noch einem Channel beitreten sollte. Also entweder du weißt den Channel, es gibt so einen Unterchannel wie auf Discord auch, kennt ihr vielleicht von meinem Discord-Channel. Für jedes Thema gibt es halt einen Channel, zum Beispiel Deutschland, weiß nicht, Linux, Technik und so weiter. Und diese Channel-Liste kannst du so öffnen, indem du hier Channel-Liste auswählst und dann auf OK klickst. Dann dauert es kurz, bei mir wurde es schon vorgeladen und hier werden dann alle Channel geladen. Wir haben jetzt hier verschiedene Themen, Afghanistan, Android, Anime und so weiter. Hier kannst du dann eben dein Thema aussuchen, das dich interessiert. Wir sagen jetzt mal Germany oder Deutschland, da wir mit deutschen Leuten reden wollen. Den wählen wir dann aus, Doppelklick oder hier beitreten und schon sind wir drin. Genau, dann steht hier cannot join the channel, dann nehmen wir eben den anderen. Ja. Musst ihr halt ausprobieren, manche gehen auch nicht, aber ja, jetzt sind wir im Germany Channel drin und wir sehen hier an der Seite, mach mal ein bisschen größer für euch, die Nutzer, die hier drin sind. Ja, wir sehen hier einmal Cherry ist online, Yo, Deep Blue Sea und so weiter. Die ohne diesen grünen Button hier sind offline. Jetzt können wir einfach mal Hallo schreiben. Vielleicht antwortet uns einer, vielleicht auch nicht, das sind jetzt nicht so viele online. Aber es gibt schon einen Server, da geht es wesentlich mehr ab. Und hier sind im Normalfall auch relativ coole Leute unterwegs, mit denen man sich gut unterhalten kann. Aber ihr müsst auch aufpassen, es gibt natürlich wie überall im Internet auch gefährliche oder böse Leute. Und die, ja, auf die sollt ihr halt Acht geben. Also keine Links anklicken, die könnten hier auch Viren verbreiten und so weiter. Also aufpassen hier auch trotzdem. Genau, jetzt kommen wir noch zu der Cyber Security Seite, wie ihr auch gerade schon, das war ja auch ein bisschen Cyber Security. Hier ist es auch möglich, solche IRC-Chats zu verwenden, um Botnetze zu steuern. Das machen Hacker auch, die setzen sich einfach so einen Server auf. Das Botnetzwerk kann eben die Befehle, also es loggt sich auch als Klient ein, kann hier die Befehle lesen, in dem Chat zum Beispiel, und dann führt das Botnetzwerk eben die Befehle aus. Wir machen jetzt hier mal ein Beispiel. Ich hoffe, die Leute da stört es nicht. Zum Beispiel Schrägstrich ist immer so ein Anweisungsding. DDoS irgendeine IP 10.3.4, man sieht es nicht. Genau hier unten.
Hier ist halt jetzt angenommen einfach eine IP. Genau. So könnte jetzt, das wird halt dann abgesendet, so könnte das dann ausschauen, so ein Befehl. Und dann die ganzen Klienten, die oder Infizierten von dem Bot-Netzwerk sind auch alle in dem Channel eingeloggt, lesen dann diesen Befehl und starten eine DDoS-Attacke zum Beispiel. Genau, das habe ich schon öfter gesehen. Gibt es auch auf GitHub, können wir mal nachschauen. IRC-Bot-Netzwerke. Können wir mal nachschauen. Hier haben wir schon ein IRC-Botnet geschrieben in Python. Hier brauchen wir dann wahrscheinlich einen Server. Hier sind dann die Configs und so weiter. Hier, wie man eben dann das Botnetwerk einstellt. Hier braucht man halt den Server von dem IRC, dann den Port, SSL und halt noch ein paar andere Daten. Genau, so ist es einfach relativ leicht, ein Botnetzwerk über das Ganze zu steuern. Wenn ihr dann noch einen anonymen Server habt, ist es halt echt leicht, anonym zu bleiben. Und ja, das machen die Hacker halt häufig. Ich wollte euch das mal gezeigt haben, aber ihr könnt dieses Chat, den IRC-Chat natürlich auch verwenden, um einfach mit Leuten in Kontakt zu treten. Hier sind auch gute Leute dabei, also lasst euch jetzt von mir nicht verunsichern. Nee, das ist schon auch alles ganz okay so. Aber es gibt halt wie immer Böse auch. Darauf wollte ich aufmerksam machen. Und falls ihr euch jetzt fragt, so, ja, ey, wieso sind wir eigentlich in einem Discord-Server drin und nicht in so einem IRC-Chat? Ganz einfach, hier kann man eben nicht viel machen außer chatten. Und bei mir im Discord zum Beispiel gibt es halt verschiedene Funktionen und so, die eben Sachen automatisieren. Und ja, es gibt einfach mehr Funktionen. Man kann auch miteinander telefonieren. Das kann man hier zum Beispiel nicht machen. Also hier auch nochmal, wenn du Leute suchst im IT-Bereich oder IT-Sicherheit-Bereich, Coding auch, komm lieber zu mir in den Discord, bevor du in deinen IRC-Chat reingehst und mit fremden Leuten agierst. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das war's von mir. Ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen, wisst jetzt, was ein IRC-Chat ist, auch wenn es schon etwas älter ist und für was es verwendet werden kann. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag, bleib sicher, pass auf dich auf und bis zum nächsten Video. Peace!